Und damit hallo und herzlich willkommen zurück beim spontanen Scheiße, wo ist mein Controller? Super Mario 3D World. Ach, da hinter dem Mikro, natürlich, aber auch sonst. Hier, genau, wisst ihr Bescheid. Der Setup ist heute deutlich besser, dafür bin ich deutlich unorganisierter, aber das ist normal. Das gehört dazu. Also. Richtig, das gehört dazu. Wir sind Welt 4 aus irgendwelchen Gründen. Dabei waren wir doch schon Welt 5. Ja, wir hatten ja auch schon das Schloss erledigt. Richtig, also wir waren auch schon legal in Welt 5. Wir haben Warp-Zone gefunden. für Welt 5 und haben dann aber die Welt auch regulär beendet. Und ich würde sagen, wir starten doch einfach mal. Spontan wieder rein in 5-1, oder? Macht Sinn. Legen wir los. Heute wieder mit dabei der Schein. Ich habe nicht ersetzen können oder wollen. Wir haben immer noch 510 Leben. Ja, wie willst du auch jemanden wie mich ersetzen können? Das ist einfach, also jetzt wird er mich gleich wieder mit dem Panzer abwerfen wollen. Das ist fantastisch. Ich wollte eigentlich nur diesmal produktiv sein. Nee, natürlich nicht, ne? Ich krieg nur einfach nur so einen Scheiß durch. Also okay, dann machst du das Level, ich genieße alles. Oh geil, du hast ein. You found a star! Ja, immer schön die Sandburgen der Goombas zerstören. Man könnte meinen, es wäre evil, aber. Ach wie wo. Seit wann sind Goombas denn gute Leute. Vor allem Leute. Wesen. Dinger. Ich bin gleich bei dir. Oh, jetzt habe ich auch so einen Goomba. Oh, scheiße. Gehabt. Die Brüder wieder, weißt du. Da waren wir für 2 Millisekunden die Hammerbrüder. Boomerang-Brüder. Ja, und jetzt musst du halt wieder alles machen. Wie traurig. Hast du schon alle Schlüssel gefunden? Ja, natürlich. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wären vielleicht der ein oder andere Stern oder so. Ah, shit. Ah, wie gut, dass wir den noch im Portfolio haben. Dann kann ich es mal gleich hier schaffen, nicht daran hochzuklettern. Ich hab den Chuck einfach mit dem Baseball getötet. Oh Gott. Schnapp dir alles. Rette Captain Toad. Ich bin tot. Ah, ich hätte mir auch die Gummamütze einfach aufziehen können, weil ich so ein Held bin. Ja, ich hab dich gerettet, nicht wahr? Das sehe ich auch so. Wir haben tatsächlich einen Stern übersehen. Ja, okay, dann müssen wir nochmal gucken. Ach, du hast die Goomba-Mütze auf. Ich dachte gerade schon. Ich bin ein Goomba. Was ist das da hinten da? Dieser Abgrund? Ich wollte gerade sagen, was ist das? Ja, siehst du wohl. Das ist definitiv. Und jetzt ist es nur der Stempel. Oh, da oben fehlen noch 2. Ach man, jetzt hast du mir meine Tarnung versaut, ey. Alter, ich bin so schlecht, Mann, gell? In Wirklichkeit wollte Schein mich ersetzen. Aber das habe ich nicht gesehen. Ja. Ich hatte gehofft, du merkst es nicht, dass dieser Panzer, der da hinter dir her ist, dass ich das bin. Ich hatte für einen Moment gezweifelt. Ich hab gedacht, was ist mit dem Ding los? Ich hab dich. Kein Problem. Ja. Schmeiß mir den Abgrund. Nein. Das muss ich niemals wollen. Ups. Also, ja, egal. Hier ist bestimmt nichts mehr. Nee. Genau, hier ist Plissy, wie auch immer er heißt. Da ist bestimmt alles hier versteckt. Ja, also ich muss auch sagen, also das Plissy-Level, das erste, haben wir super gelöst. Ja.
lief eigentlich alles gut, bis auf dieses Level mit diesen Plattformen da, mit diesem Wagen und das Disco-Level. Ja, und ich glaube, Mario Kart-Level haben wir auch nicht alles bekommen. Ja, okay. Aber da sind wir, glaube ich, nicht so häufig gestorben. Da haben wir nur irgendwie es geschafft, an allen fünfmal vorbeizulaufen. Ja, das war jetzt extrem gutes Timing. Also, ey, ich weiß gar nicht, was da... Das Problem ist, wir waren voll in Sync, ne? Ja, aber das dann... Das Problem ist, du springst höher, wenn du mit mehreren Spielern auf Blessie gleichzeitig springst. Ja, das ist wirklich das Problem, denn ich habe eigentlich nur ganz kurz die Taste gedrückt. Genauso wie du wahrscheinlich. Ja, und wir sind aber zu hoch gesprungen, wir sind einfach voll über das Ziel hinaus. Ja, weil da irgendjemand in Japan gesagt hat, nö. Richtig. Die haben die Taste eindeutig länger gedrückt. Ich bin auch der Meinung, jedes Mal, wenn ein Spiel angemacht wird, dann kontrollieren die das, die sehen das und stellen daraufhin die KI ein und Tasten. Okay, ich drücke jetzt nicht mehr die Sprungtaste. Okay, gut. Dann mach du das. Dann drücke ich an diesem Punkt die Sprungtaste, sodass wir nicht mehr so hoch springen. Ich meine, es ist ja auch... Es ist halt nur ein Stempel. Es ist halt nur ein Stempel und es ist ja auch sehr auffällig, dass auf der Webseite von Nintendo wird häufig bei den Jobangeboten eine Stelle in Japan angezeigt als Controller-Negierungsexperte. Controller-Input-Negierungsexperte. Das ist schon auffällig. Das ist sehr verdächtig. Ich mag noch nicht an eine Verschwörung glauben, aber es ist auf jeden Fall verdächtig. Also das ist schon... Ja, also ich beende das jetzt. Guck mal, 1A, super gemacht. Erster Versuch. First try, das war. Das war schön. So, dann jetzt geht's an die. Jetzt geht's noch darum, vor der Ziellinie zu sterben. Jetzt geht's noch an die Fahne. Sehr schön. Und ihr wisst, was jetzt los ist. Ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt die Krone ins Spiel. Genau das. Jetzt geht wieder los. Der Kampf um die Krone 2.0. Ja, eher so 0.5 wahrscheinlich. Boah. Ja, knappe Kiste. Knappe Kiste, wirklich. Die Krone sieht schon scheiße aus. Guck mal, du hast freie Wahl, geh mal hin. Ja, den Captain Toad haben wir noch nicht da, ne? Deswegen habe ich gefragt. Wir können aber auch erst zocken. Oh, ne, nehmen wir erstmal das Schlimmste, den Captain Toad. Machen wir erstmal. Ja, wobei, die sind ja eigentlich relativ easy. Glaube ich. So easy, dass es zumindest mal ein eigenes Game geschafft haben. Ja. Von ich nur die Wii U-Fassung gesehen, nicht die Switch-Fassung. Ich hatte jetzt gerade verstanden, die Meme-Fassung. Die Meme-Fassung. okay, bringt die Tür gar? Ah, nee, hier sind wir jetzt. Achso, okay, ich habe gedacht, ich komme hinten raus. Ich mach das mal als Assistent Schlaubi. Ja. Ja. Hier ging's gar nicht weiter. Doch, hier geht's. Ach doch. Ups. Glatt übersehen. Wie hat das nochmal mit dem Zeiger da funktioniert? Die R-Taste, R1. Oder. Ja, R. Oder auf dem. Ups, auf dem Dinges-Controller die R-Taste halt. Oh. Ah, da oben. Oben. Ja, geht eigentlich nur da runter. Oh Gott. Du bist so koordiniert. Das ist sehr, sehr gut.
Das ist das Einzige, was die... Ah ja. Das ist das Einzige, was die Wii U-Fassung besser macht. Sachen mit dem Touch. Ja, Ah, wir müssen da die Rampe holen. Ah, heilige Scheiße, Mann. Hol ihn dir! Oh Gott! Renn! Boah, fast noch abgesoffen. Schlaubi hat's rausgerissen. Schlaubi hat's rausgerissen. Das macht mich traurig. Ja, das ist schon ziemlich vernichtend. Aber ich glaube, du behältst die Krone trotzdem. Das zählt ja nicht, dieses Level. War die Captain Toad-Krone. Wahnsinnig, wir haben eine 11. Also, was darf sein? Nimm das linke erstmal. Mit diesen schönen Trapezen. Schön. Das macht auch bestimmt sehr, sehr viel Laune. Ja. Voll kühne Trapezen. Let's go! Jetzt weg. Oh, du musst jetzt den Ding mit dem Scheißpart gar nicht mehr machen. Du hast mich da hochgeschubst, also. Ja, das ist ein freundschaftlicher Service hier auf meinem Channel. Ja, okay, ich tu mal so und kauf dir das ab. Ja, ey, klare Sache. Oh, nee, das ist eine dumme Idee. Ja, nicht gut. Ach du Scheiße! Aber Mann, hätte ich fast nicht gesehen. Ich komm nicht ran. Soll ich schon mal weg? Ja, mach du ruhig schon mal. Da sind auch noch die Wolken da, oder? Ja, kein Problem, aber wir müssen da ran. Genau. Guck mal, wie schön synchron. Ja. Richtig. Könnte Disziplin bei Mario und den Olympischen Spielen sein, Synchronspringen, ne? Synchronspringen? Würde Sinn machen, tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es das da schon gibt, weil ich habe die Spiele nie gespielt. Es war ja auch immer mit Sonic dabei, ne? Ich habe mich immer gefragt, wie kann eigentlich bei den Leichtathletik-Wettbewerben wie 100-Meter-Sprint und Hürdenlauf, wie kann Mario da gewinnen gegen Sonic? Warte mal ganz kurz, ist da rechts noch irgendwas? Dachte ich mir nur, ich hatte da so ein paar kleine Plattformen gesehen. Ja, aber da muss ja die Person, die Sonic spielt, da schon ziemlich langsam drücken. Oder darf er ja nicht mal dagegen pusten, sonst läuft Sonic ja schon schneller. Ja, Nintendo hat sich irgendwann gedacht, wenn wir jetzt schon dafür sorgen, dass Mario und Sonic in denselben Spielen sind, müssen wir Mario einfach schneller machen. Reicht ja nicht das Tod der Schwanz. Richtig. Weil da muss es ja irgendwann heißen, Genesis does what Nintendo do. What Nintendo does too. Oh Gott, das sieht nach einer mittleren Katastrophe aus. Krieg's hin. Oh yeah. Und du krallst dir den Stern. Ja, ey. Einfach mal übelst abgestaubt, ey. Ich muss meine Krone wieder haben.
Nein! Scheiße. Ja. Oh, ja. Traurige Sache. Die ganze Arbeit gemacht. Der Todesrei von Mario rennt einfach sein dummer Bruder ins Ziel. Ja. Die ganze Arbeit gemacht, die Dinger geholt, aber am Ende keine Punkte dafür gekriegt. Das war im letzten Level auch so. Ja, da. Ich war, glaube ich, heute gut mit dem. Nein! Aber die Gerechtigkeit zieht. Nein! Ah, oh, wäre ich doch nur on top of the pole gewesen. Ja, manchmal muss der Lancer-Modus eben bestraft werden, ne? Ja, komm, lass den erstmal noch so zwischendurch machen. Also du. Erstmal wieder Selbstvertrauen tanken. Ja, du, Alter, ich bin Mini, das heißt, oh, Kacke. Ich hatte nichts. Oh Gott. Ja, geht. Dafür bin ich größer. Ja, das wäre Luigi auch, selbst wenn ich den Pilz noch hätte. Okay. Der Punkt geht einfach nicht. Da kannst du. Ja, das war knapp. Ja, also ist definitiv eine enge Kiste. Ja, ja. Durchaus. Mal, wir marschieren hier durch. Das ist echt mal, ey, also. Noch kein. Noch ein Level Neustart. Zwei Level Neustarts. Oh, das ist, glaube ich, ein sehr kurzes Level. Hektik im Hinterhof. Ja. Wo wir irgendwie mit Klonen da auf diese Schalter mit wenig Zeit, genau. Guck mal, dann können wir schon zu zweit drauf. Wir sind ja schon zu zweit. Wir können auch direkt weiter zu drei. Wir können aber auch. Vielleicht. Oh ja, die vier wäre wahrscheinlich vom Levelaufbau her strategisch besser gewesen. Ja, gut, dann gehen wir einfach ins Ziel. Weil wir können nicht mehr zweit drauf. Ja, doch, warte mal, wenn einer den anderen hier hochhilft, kann das, glaube ich, reichen, oder? Ja. Oder sie macht das nur. Naja, scheint. Sah irgendwie so aus, als würde das funktionieren. Was zum. Was auch immer. Es wurde jetzt halt auch knapp mit der Zeit. Oh ja, richtig. Also ich meine, gut, theoretisch noch sind wir nicht in der Not, die Sterne zu haben. Ja, da ist die Frage natürlich, wollen wir jetzt noch mal rein oder wollen wir direkt weiter? Ja, ich glaube, bei dem kurzen Level, da kann man noch mal reingehen wieder. Kann man noch mal rein. Dann noch mal rein. Oder willst du erst ins Pilzhaus? Ja, dann nehmen wir erst das Pilzhaus. Wo wir wahrscheinlich, egal welches Paket wir nehmen, wieder übers Ohr gehauen werden. Gnadenlos verarscht werden wir. Also, was denn? Boah. Okay, du wurdest nicht gnadenlos verarscht. Euer Blumen und Tannen. Sorry, musste Tod noch einen mitgeben. Das ist schon was. Das ist eine gute Ausrüstung. Müssen wir also jetzt erst auf die 4. Macht mehr Sinn. Tu ich auch. Oh, da ist ja noch einer drin. Oh shit. Da ist ja noch ein so ein Dings drin. Wo ist der erste?
Gute Frage. Da ist. Alter, müssen wir mit Toad in das Level gehen, oder? Ja, für den. Vielleicht für den Stern, ja. Ja, ich hab auch ein Problem. Der ist ja eh schon so fast. Da dachte sich Nintendo. Bei zwei Sternen ist verlassen. Ja. Nein! 300 Punkte. Ihr seht, der Kampf um